Moin, moin, ihr Lieben, da sind wir bei einer neuen Folge Redstone-Schule und Ja. ich frage Ja, mich, ich bin hä? gleich da. Ich bin hier gerade. Warte mal, ich buddel mich mal runter. Wo steckst du? Runterbuddeln ist eine Hier im gute Idee, Wasser. das ist dann Ach, ein Scheiße. Busch! Fuck, hast du. Oh Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Nein, das war die Schaltung. Das ist ja zum Glück nur eine Schaltung von. Zum Glück nur eine Schaltung vom Kloster. Das ist ja nicht so wild. Ist ja nicht mein Escape Room. Oh Gott, Bush, warum gräbst du nicht einfach durch die Erde runter? Ich hab deinen Namen gesehen, ich hab nicht nachgedacht. Oh mein Ja, Gott. dann. Wir gehen einfach zu. Wir gehen einfach zu. Ich würde sagen, wir gehen einfach zur letzten Schule. Wir machen kein Intro heute. Das wird nichts mehr. Bis wir das hier wieder aufgebaut haben. Nee, nee. Machen wir jetzt noch Schule schnell, danach bauen wir den Kram wieder auf. Willkommen zur Redstone-Schule. Also, wir haben euch heute nochmals Zufallsmaschinen mitgebracht. Ihr könnt euch erinnern, ich habe euch ja in der vorletzten Folge, meine ich war es, einen Zufallsgenerator gezeigt, den man beliebig erweitern kann, um eben eine Auswahl aus 1, 2, 3, also aus 1 macht keinen Sinn bei Zufallsgeneratoren, aber aus 2, 3, 4, 5 zu bauen mit einer gleichmäßigen Verteilung. Und dafür gibt es eben noch ein paar andere Systeme, die den einen oder anderen Vor- oder Nachteil haben. Und das wollten wir euch eben mal schnell zeigen. Und worauf wir hier stehen, das ist jetzt keine echte Zufallsmaschine, sondern das ist eher eine Auswertungsmaschine, sage ich jetzt mal. Ich gehe mal in die andere Ansicht und wir laufen mal hier rum. So, denn ihr erinnert euch, wir haben ja bei der ursprünglichen Maschine mit einem Trichter verschiedene Items hier in, Quatsch, nicht in den Trichter reingejagt, sondern wir haben über einen Dispenser in einen Trichter gejagt in dem Fall. Hier haben wir jetzt den Dispenser stehen. Und wenn wir den jetzt befüllen, beispielsweise mit einem Busch, nehme ich mal an, hast du gerade reingelegt? Ganz genau, Ah, ja. ich guck mal, jawohl. Dann geht hier ein kürzeres Signal raus, läuft hier entlang und bepowert diesen Pisten oder was auch immer da hinten dran hängt. Warum ist das so? Das Signal ist nur eins lang, wird hier von dem Block aufgenommen, der wird bepowert, gibt das Signal um eins weiter. Ja, also genau die Stärke, die in den Block reingegangen ist, endet hier. Kann hier mit den Repeater nicht mehr befeuern, kann aber hier den Comparator befeuern, der wiederum das Signal hier rausgibt und ja, dafür sorgt. Wenn der Busch jetzt was anderes reinlegt mit etwas mehr Signalstärke, dann geht das Signal hier hinter, bepowert den Block, gibt das Signal natürlich an den Pisten, aber Moment, warum geht der da drüben nicht hoch? Ganz einfach. Hier der Comparator, deswegen ist es auch wichtig, dass hier ein Comparator und kein Repeater sitzt, der bekommt von der Seite ein Signal. Und schnürt deswegen dem Signal, das von hinten kommt, den Weg ab. Ja, dieses seitliche Signal verhindert, dass das Signal, das von hinten kommt, geradeaus durchgeliefert wird. Genau. Eine Sache gibt es zu beachten, wenn hier jetzt eben dieses stackbare Item einzeln drin liegt, haben wir hier nur ein Signal der Stärke 1, weil der Comparator das ja von hinten genauso weitergibt. Das heißt, wenn wir hier eine längere Leitung haben wollen, dann müssen wir das nochmal mit einem Repeater verstärken. Aber im Endeffekt sind hier beide Ausgänge erstmal direkt nach einem Redstone-Tick bepowert, je nachdem, was da hinten eben drin liegt, ob ein Busch, ein stackbares Item oder eben ein nicht stackbares Item. Genau, das sollte aber theoretisch eigentlich schon jedem klar sein, der die Redstone-Schule bisher verfolgt hat. Und wenn nicht, dann schaut die anderen Folgen noch. So, dann haben wir hier eine etwas andere Maschine. Letztlich auch hier mit zwei Ausgangssignalen. Also diese Pistons mit Wolleblöcken symbolisieren hier immer nur das Ausgangssignal. Stellen dar, dass etwas passiert. Ja, ob hier jetzt das dahinter hängt oder Lampen oder irgendwelche anderen Dinge, spielt gar keine Rolle. Das ist hier nur zur Veranschaulichung in dem Fall. So, hier vorne haben wir wieder unser Signaleingang. Genau. Was wir hier jetzt anders haben als im letzten Zufall, ist, dass wir hier keinen Trichter sitzen haben, sondern ebenfalls einen Spender. Also ist es so, von diesem hier wird erstmal das Item rübergegeben und hier liegt es erstmal drin. Und erst dann, wenn dieser hier nochmal neu bepowert wird, gibt er es wieder zurück. Und dieses neue Bepowern, das habe ich hier an der Seite mal mit zwei Redstone-Fackeln gemacht. Na, in dem Moment, wenn was drin liegt, geht die untere aus, die obere an. Also es braucht zwei Redstone-Ticks, bis hier oben das Signal kommt.
und das Item wieder zurückfällt. Genau. Der ein oder andere Casino-Betreiber kennt dieses Spiel hier mit den zwei Dispensern. Ja, genau. Na, wenn ich jetzt klicke, wird ein Item reingelegt, wieder zurückgelegt und eine der Seiten, je nachdem welches Item es ist, fährt halt eben hoch. So, hier ist, jetzt sieht man es schön. Genau. Sieht den Zufall und man sieht diesen Reset-Weg durch die Doppelfackel, die negierte Fackel und das Redstone neben dem Dispenser. Das reicht, um den Dispenser zu befeuern. Genau. Wichtig ist hierbei, dass das Redstone-Signal nicht direkt in den Spender reingeht, sondern in einen Block, der am Spender anliegt. Sonst haben wir einen Effekt, den wir bei der letzten Schaltung dann nutzen, da kommen wir dann dazu. Genau, jetzt haben wir nebenan nochmal eine Maschine, die sieht der hier ganz ähnlich und das hat auch einen ganz, ganz simplen Grund. Sie ist auch ganz ähnlich. Sie ist im Prinzip sogar annähernd dasselbe. Nur das, was wir hier in der vertikalen haben, oder in der horizontalen, meinte ich, das, was hier quer liegt, ist hier quasi gesteckt, also sitzt übereinander. Und auch hier finden wir wieder Komponenten wie diese Rücksetzung über die Doppelfackeln. Wenn ich da oben drauf hüpfe, mal gucken, ob ich das schaffe, Fly ist geradeaus, dann sehen wir auch, dass hier oben wieder Redstone auf dem grünen Block liegt, damit eben dieser Dispenser drunter befeuert wird. Und hier sind wieder die beiden Signalausgänge wie gehabt. Dispenser ist mal wieder der andere, den verwechselst du gerne. Ja, Dispenser und Dropper ist für mich das gleiche, spielt doch keine Rolle. Genau. Also wichtig, dass ihr Dropper nehmt, nur Dropper können ins Inventar eines anderen Items, eines anderen Blocks was reinlegen. Ich bin Busch, ich bin ja so schlau. Ich hasse dich, Rouge. Ich dich auch. Genau. So, letzte Maschine. Ich habe so viel gelabert, die überlasse ich dir. Ja, hier haben wir jetzt eben den Effekt, jetzt geht das Redstone direkt in diesen Dropper rein. Und jetzt haben wir es hier schon. Unten liegt hier ein nicht stackbares Item und oben liegt ein stackbares Item drin. Wenn ihr hier jetzt einmal auf den Knopf drückt, passiert Folgendes. Der untere Block gibt dadurch, dass er bepowert ist, sein Item nach oben ab. Dann liegen beide Items oben drin und noch im selben Redstone-Tick gibt der obere, dadurch, dass er an einen Block angrenzt, der bepowert ist, und zwar eben der untere, wieder ein Item nach unten ab. Somit werden erstmal die Items nach oben gelegt und von oben kommt dann ein zufälliges direkt wieder runter und dadurch haben wir instant am anderen Ende dann eine Ausgabe, die sich dann auch speichert, so lange, bis sich der Zufall verändert. Na, jetzt habe ich nochmal gedrückt, jetzt war es zufällig dasselbe Item. Na, und der bleibt dann so lange ausgefahren, bis eben hier ein neues Signal reinkommt. Ihr seht, es geht wirklich super schnell, dass das Item wieder runtergedroppt kommt. Ja. Genau, wenn ihr da jetzt mehr den Zufall ein bisschen verändern wollt, dann müsst ihr in den oberen Spender eben noch zusätzliche Items reinlegen. Jetzt habe ich da noch einen Busch reingelegt. Na. Genau, weil aus dem oberen kommen dann eben die Items runter und den unteren, den werten wir aus. Einen kleinen Vorteil hier gibt es noch, das muss nicht übereinander sein, das kann auch nebeneinander sein. Das ist eigentlich egal, Hauptsache sie zeigen ineinander und dann wechseln sie die Items so schön hin und her. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Genau. Warum wird es gespeichert? Das habt ihr, glaube ich, verstanden. Ne? Hier unten bleibt immer eines der Items drin liegen. Ja, und deswegen ist es quasi gespeichert, weil das ein permanenter Zustand ist, der hier von dem Comparator ausgelesen wird. Einfach nur nochmal zum Verdeutlichen. Da ist jetzt keine Speicherzelle dahinter oder ähnliches, sondern es ist einfach nur, weil permanent eines der Items hier drin liegt, das darüber entscheidet, wie weit das Signal reicht. Na? Alles gut da unten? Jo, ich bereite mich schon mental drauf vor, meine Schaltung wieder aufzubauen. Ah, jetzt hör auf zu heulen. Ist ja nicht deine Schaltung, die kaputt gegangen ist. Ist ja auch nicht meine satanistische Kirche. Alles klar, lasst es dabei. Ich wünsche euch einen schönen Abend, wann auch immer ihr das Video seht, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, ein schönes Wochenende, wie auch immer. Schaut wieder rein, wenn es wieder heißt Redstone Schule. Ansonsten freitags wieder eine schöne Folge. Diese Woche wieder eine sehr spannende Folge von Frag einen, nämlich mit einem YouTuber. Und dann am Samstag mein Geburtstags-Livestream, genauso wie am Montag Teil 2 des Geburtstags-Livestreams, eine Menge zu gewinnen, eine Menge abzustauben, also schaut da mal rein.
Und ja, vielleicht gehe ich Busch jetzt noch ein bisschen helfen, seine Schaltung wiederherzustellen, auch wenn er, naja, eigentlich ist er selbst schuld. Ja. Alles klar. Bis dann, euer Rouge. Und euer Busch.